Ich war gar nicht drauf gefasst, dass er jetzt schon fertig ist. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für den tollen Vortrag. Also ich glaube, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen. Es war wirklich ein sehr kurzweiliger und interessanter Vortrag. Er hätte also locker, war noch gar nicht so lange. Also er hätte locker noch eine halbe Stunde länger sprechen können. Also wir sind da immer zeitlich nach hinten eigentlich sehr variabel. Eins ist mir allerdings noch aufgefallen, wie hat der Herr Kahr so schön gesagt, Hass macht hässlich. Das stimmt vielleicht bei der SPD, bei uns definitiv nicht. Also ich glaube, solche sympathischen Politiker kann man bei der SPD und vor allem bei den Linken und Grünen suchen. Ja, dann würde ich sagen, wer Fragen hat, ich gehe da mal rum. Also ich habe eine kleine Ergänzung zum Thema Demografie und eine Frage zur Demografie, was nicht angesprochen worden ist. Der Vortrag fand ich sehr, sehr gut. Ist die Tatsache, dass wir in Deutschland ja auch so eine ganz spezielle Spezies haben, von denen es sich viele gibt. Das sind die Nettosteuerzahler. Da gibt es ja relativ wenig von, muss man dazu sagen, irgendwie die ganze Party bezahlen. Und die Abwanderung von den Leuten, die eigentlich die Träger sind in der Leistungsgesellschaft, die wir haben, die wandern halt ab. Deshalb erstmal Respekt, dass sie als Arzt dann auch in den Landtag gegangen sind, nicht in die Schweiz, ja? Was ja sonst eigentlich gut ausgebildete Leute machen, die einfach keine Lust haben, hier in dem System dann für kleines Geld sich den Allerwertesten aufzureißen und dann auch noch nicht mal die soziale Achtung dafür kriegen, für das, was eigentlich tatsächlich auch geleistet wird. Das nochmal so als kleine Anmerkung. Und nochmal auf den Fall zu kommen, ganz am Anfang. Thema Tuberkulose und auch, ich sag jetzt mal, dieses Ellis Island, was wir haben, was sich Griechenland zurzeit nennt, ja, wo die Migranten anlanden. Ich habe noch mitgekriegt gehabt, dass es in Griechenland auch gleichzeitig noch ein Problem gibt mit multiresistenten Krankenhauskeimen, weil da unter der Hand sehr relativ viel Antibiotika verkauft wird. Inwiefern ist das ein Problem, sage ich jetzt mal, für uns, weil mit dem Migrantenstrom und halt auch Leuten aus Griechenland oder sowas ziehen wir das ja auch quasi rein. Man weiß, dass es in Niederlanden wesentlich weniger ist, aber das ist ja zunehmend bei uns auch ein Problem, oder? Ja, also multiresistente Keime ist natürlich so ein Special-Thema von mir als Gesundheitspolitiker, das ist ganz klar. Das fängt schon damit an, dass wir die Produktion von Arzneimitteln in einige wenige Standorte konzentriert haben. Also wenn Sie sich die Produktion von wichtigen Arzneimitteln, seien es Schmerzmittel etc. angucken, dann sind es einige wenige Standorte auf dem Planeten, wo das überhaupt noch hergestellt wird. Das ist viel, zum Beispiel China, das ist Indien in einigen Standorten, das können die USA sein, die teilweise noch selber produzieren. Wir produzieren hier selber sehr, sehr wenige Arzneimittel nur noch. Was ich finde, was ein Problem ist, weil wir gewisse Dinge, wenn man darüber spricht, Globalisierung, alles schön und gut, Produktionsketten, alles schön und gut, aber es gibt Technologien und es gibt Dinge, die sollte ein Staat, wichtige Dinge sollte er vorhalten. Und Antibiotika, Schmerzmittel etc., finde ich, sind wichtige Dinge, die wir zum Not selber immer bereithalten sollten, die wir entweder horten sollten oder wo wir selber dafür sorgen sollten, dass wir die im Notfall noch haben, wenn mal irgendwas anderes passiert. Kann ja durchaus sein. Alle Staaten sind immer freundlich miteinander. Das andere Problem ist, dass tatsächlich durch den internationalen Austausch von Menschen, das müssen nicht unbedingt nur Migranten sein, das kann auch tatsächlich die 19-jährige freiwillige Mangopflückerin, also das freiwillige Sozialjahr, sein, die das dann nachher aus Südostasien mitbringt, die resistenten Keime. Aber es sind häufig sogar die Keime da, die Resistenzen gegen die Medikamente, bevor die Medikamente bei uns sind. Das ist tatsächlich relativ problematisch. Und wir haben zusätzlich in Europa lange immer das Problem gehabt, es gibt ein gewisses Gefälle in Nordeuropa, die Menschen verschreiben oder die Ärzte verschreiben relativ wenige Antibiotika. Und in Südeuropa ist es von der Mentalität her, vom Gesundheitssystem her so, krasser wird es zum Beispiel noch in Nordafrika, da ist es so, wenn sie als Mensch mit Ansehen vom Arzt kommen und hat ihm nicht ein vernünftiges Medikament verschrieben, dann ist das fast wie ein Ansehensverlust. Also sie sind ja wichtig und sie werden in ihrem Leiden ernst genommen und deswegen verschreibe ich ihnen jetzt ein Antibiotikum. Das hilft oder nicht, ist vollkommen egal. Es führt aber natürlich zu so Stilblüten, dass gewisse Keime dann resistent werden gegen die Medikamente. Ein ganz anderer Punkt ist, was weniger auf dem Schirm haben, aber um den Faktor 10 werden mehr Antibiotika aktuell in der Landwirtschaft eingesetzt als auf deutschen Intensivstationen in der Tiermast. Das ist ein Punkt, auch der muss angesprochen werden. Ich wäre der Letzte, der dagegen ist, dass Fleisch muss verfügbar sein, Fleisch muss für den Normalmensch auch kaufbar sein und man muss es ja irgendwo herkriegen. Also wer nicht wissen will, wie eine Wurst steht, der soll kein Essen. Also wäre das Chlorhühnchen doch die bessere Alternative? Ja, kann man drüber streiten, aber Tatsache ist natürlich, da wird eine Menge Schindluder getrieben und das ist auch ein Thema, was wir tatsächlich angehen müssen.
Vielen Dank. Ich wollte fragen, wie es denn aussieht, was das Schweigebereich betrifft. Sagen wir mal, es wird mit Antibiotika. Mit Antibiotika auf jeden Fall ordentlich gefüttert und wie soll ich das sehen, das Verbrauchen? Soll ich es essen? Ich hatte mal einen Heilpraktiker, der mir sagte, nein, um Gottes Willen, dann kein Schweinefleisch. Was sehen Sie das? Ja, das ist Spaß. Sagt man immer, bei einer Erkältung soll man Hühnersuppe essen und es gibt Kollegen, die sagen dann, dass das Zaubermittel in der Hühnersuppe, das sie zu sich nehmen, ist dann das Antibiotikum, was vorher im Hühnchen drin hat. Das ist nicht der Fall. Also die Mengen, die da drin sind, das ist relativ egal. Also damit werden sie sich nichts antun. Nahrungsmittelsicherheit in der Bundesrepublik ist tatsächlich immer noch extrem hoch. Also wir fallen zwar mittlerweile in vielen Bereichen, aber wir fallen ja von einem sehr hohen Niveau. Also das ist zum Verzehr absolut geeignet. Schweinefleisch würde ich da auch sagen, das ist gar kein Problem. Noch Fragen? Also ich habe eine Frage, AfD ist humanitarisch. Ich bin Kolumbianer und seit mehr als 22 Jahre wieder in Deutschland verheiratet. Ich habe drei halb deutsche Kinder. Und sind wir vor 4 Jahren hier zurückgekommen. Wir waren in Australien. Und dann haben wir gemerkt, dass Deutschland ist ganz komisch geworden. Ne? Und dann die einzige Partei, die normal denkt, und ist AfD, meine Meinung. Ne? Und ich habe meine Kinder darüber erzählt und dann meine Familie hat die Partei gewählt. Und wir waren ganz glücklich, haben wir unsere Nachbarin gesagt. Und sie sagte, sie sind aber verrückt, weil mit solchen Hautfarben fliegen sie weg von Deutschland, weil das ist genau eine Nazi-Partei. Und dann habe ich gesagt, aber ich habe das Programm gelesen. Haben Sie das Programm gelesen? Sie hat gesagt, nein, weil interessiert mich das nicht. Und dann habe ich das darüber gedacht, das ist nur eine Ignoranz von vielen Leuten hier. Und darum bin ich hier heute. Ich wollte eigentlich fragen, was macht die Partei gegen diese, ich habe da hier ein normal, weil jeden Tag und jedes Mal, wenn ich das lese, ist die Nazi-Partei. Also ab jetzt, seit ein paar Monaten, lese ich nur AfD. Wir sind keine Nazi. Ja, das steht in dem Programm. Gehe ich gerne rein. Dass ich höre im Radio und meine Nachbarschaft sind alle CDU und SPD, dann kann ich kein einziges Hallo sagen mehr, weil ich höre von jemand anderes. Also was machen gerade dagegen? Also dazu muss man sagen, Mittel- und Südamerika haben eine bunte und reichhaltige Geschichte. Und die Menschen da, glaube ich, sind vom Temperament her auch so ein bisschen kritischer gegen die Regierung gegenüber. Deutschland hat vielleicht den Vorteil, vielleicht den Nachteil, dass die Menschen hier extrem lange, in Westfalen würde man sagen, wir sind ein Kaltblüter. Man kann die triezen, die Deutschen, und man kann ihnen alles abnehmen, dass bevor der erste Deutsche zur Revolution antritt, da muss man auch den Vorgesetzten fragen, ob das überhaupt erlaubt ist. Also das ist relativ schwierig, aber Tatsache ist, sie sind vor 4 Jahren hingekommen und haben gesagt, Deutschland ist komisch geworden. Vor 5,5 Jahren haben ganz viele Leute in der Bundesrepublik endlich gesagt, ja, tatsächlich, hier ist irgendwas komisch geworden, haben die AfD gegründet. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Schritte schon in diese Richtung, weil es vorher ja alles in eine Richtung ging und man hat jetzt endlich tatsächlich wieder eine Alternative. Das ist ja schon mal so. Und das ist auch gut so. Auf der anderen Seite, Deutschland, Arbeit, Travail, nach 40 Stunden, 50 Stunden, die meisten Leute so abliefern, hat
haben wenige noch die Motivation, sich tatsächlich viel mit Politik zu beschäftigen. Ich habe immer festgestellt, die Menschen, die einem begegnen bei der AfD, das sind meistens die leidensfähigen Leute, die sich 1, 2, 3 Zeitungen im Abo durchlesen, also die politisch sehr, sehr interessiert sind. Natürlich im Abo dann immer beschimpft werden, das ist sehr schön. Also man hat, der normale AfDler ist ja leidensfähig, man lässt sich gerne aus der Zeitung hier abonniert beschimpfen. Aber das sind meistens sehr politisch interessierte Menschen. Und viele Dinge, oder viele Menschen, die leidenschaftlich gegen einen anderen argumentieren, auch das ist leider eine menschliche Eigenschaft. Viele Menschen haben eine sehr starke Meinung gegenüber anderen und haben aber im Prinzip gar keine Erstquellen. Also sie plappern das nach, was von anderen im Prinzip vorgekäut wurde. Das ist leider so in vielen Fällen. Also es ist fast so eine Art sozialer Mechanismus. Ich bestätige mich in meiner sozialen Gruppe, in meiner Peer Group damit, indem ich einfach das nachplapper, was ich bei der Heute-Show von Welke gehört habe. Weil die AfD sind alles Nazis und der andere sagt, ja, die AfD sind alles Nazis. Und dann ist man sich irgendwie bestätigt und dann fühlt man sich näher und deswegen, das funktioniert irgendwie ganz gut. Aber das ist etwas, das ist sehr schwierig für uns zu transportieren, weil es sehr schwierig ist für uns, mit vielen Menschen miteinander zu sprechen. Also ich sage immer, wenn Leute aus meinem eigenen Bekanntenkreis, studentisches Umfeld in Köln, alles auch schwierig, kommt doch einfach mal, guckt euch das mal an. Da ist kein Fackelzug, da sitzen keine Nazis in Springerstiefeln. Das ist eine ganz normale demokratische Partei mit ganz normalen demokratischen Anliegen. Guckt euch das an. Und das ist aber sehr, sehr schwierig, weil die Menschen kommen zum einen schon gar nicht, weil sie Angst haben, was könnte der Nachbar über mich denken, was könnte mein Vorgesetzter über mich denken, verliere ich meine Rentenansprüche, wenn ich bei der AfD bin. Also schwierig, also ich mache da jetzt einen Spaß draus, aber in etwa so ist es ja leider. Junge Leute haben Angst, sich zur AfD zu bekennen, weil ansonsten, wenn die Vertrauensperson im Betrieb sagt, was bist du denn für einer? Schwierig, soziale Ächtung, ja. Heute ist das im Prinzip die moderne Guillotine. Das ist die Sozialächtung. Ich kann dazu sagen, ich habe eine Freude. Ich kann dazu sagen, ich habe eine Ja, schönen guten Tag. Ich habe eine Frage. Und zwar, die ist ein bisschen ketzerisch möglicherweise, da Sie Arzt sind. Wie hoch? Also es dreht sich um Organtransplantationen zwischen, wir wissen ja alle, dass die Organspenden relativ wenig sind. So, jetzt kommen ja Deutsche in Frage, die gerne ein Organ haben wollen. Jetzt kommen aber auch Migranten, die ein Organ haben wollen. Wie hoch ist die Statistik im Verhältnis runtergerechnet, ich sag mal auf 100 Einwohner? Migranten sind ja prozentual weniger, aber ist möglicherweise der Anteil der Bedürftigen unter Umständen wegen des Krankheitsbildes höher? Und da wir ja ein Grundgesetz haben, die Würde des Menschen, das heißt die Deutschen stehen genauso in der Reihe, ein Organ haben zu wollen oder zu müssen, als Migranten. Wenn aber Migranten möglicherweise kränker sind, also im Verhältnis kränker sind, weil sie aus Afrika kommen mit einer sehr schlechten medizinischen Versorgung, könnte es ja sein, dass die halt bedürftiger sind. Dann müsste ja dann ein Migrant eher ein Organ bekommen als Deutsche. Kann das so sein? Das ist eine etwas schwierige Rechnung. Also wenn ich jetzt eine kleine Anfrage schreiben würde zum Thema und ich würde fragen, wie viele Leute in der Bundesrepublik brauchen ein neues Organ und wie viele heißen davon Mohammed und Ali, dann wäre wieder was Neues. Also dann würden Sie was von der Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen in den Medien hören, weil dann wäre es irgendwie wahrscheinlich schnell vorbei. Aber klar, das ist eine etwas ketzerische Frage. Nur Tatsache ist, mein eigener oberster Vorgesetzter, der Herr Montgomery, der immer für die Ärzteschaft spricht, der hat gesagt, die Menschen, die zu uns kommen, sind überdurchschnittlich gesund. Ist auch eine Milchmännchenrechnung, weil, klar, die Leute, die zu uns kommen, sind ja im Schnitt viel, viel jünger als die Deutschen. Und dann kann ich keinen 20-jährigen Migrant oder, also einen 20-jährigen, der sagt, ich bin 6, kann ich aber ja nicht natürlich vergleichen mit einer Oma mit 94. Das funktioniert natürlich nicht. Und wenn ich dann sage, aber der 20-Jährige, der ist ja viel gesünder als die 94-jährige Oma, das wäre genauso Augenwischerei, dass die andere Seite zu behaupten, unser Gesundheitssystem kollabiert jetzt an den Menschen, die da tatsächlich zukommen. Das sind natürlich viele Fälle dabei, das sage ich aus eigener Erfahrung, das sage ich aus der Erfahrung von meiner Frau, die ist Kinderärztin, die natürlich jetzt auch, einige dieser Staaten nehmen es ja nicht so eng mit dem Verwandtschaftsgrad in der Ehe, da entsteht tatsächlich sehr, sehr viel Usel bei, das weiß man hier, deswegen ist es gesetzlich verboten, in einigen dieser Staaten ist es ja tatsächlich sehr lax gehandhabt, da kann aber natürlich, können Behinderungen bei entstehen, die hier so in der Art und Weise nicht vorkommen. Da sind natürlich, in unserem Gesundheitssystem kommen da sehr hohe Kosten auf für Behinderte, die natürlich hier gut versorgt werden. Ich meine, wir nehmen das hier sehr ernst mit der Behindertenrechtskonvention.
vollkommen zu Recht. Aber das sind natürlich riesige Kosten, die da für uns auf uns zukommen, das ist ganz klar. Aber was natürlich der Fall ist, ist, wir haben Erkrankungen, die wir hier schon extrem lange nicht mehr gesehen haben, die aber jetzt natürlich mit dem neuen Zuschwung auf uns zukommen. Und da geht es weniger darum, dass es sonderlich kostenpflichtig ist, sondern da kommt der seltene Umstand dazu, dass viele Menschen mit ihrer Gesundheit ein bisschen müde geworden sind hier. Kommt komischerweise genauso bei unserem Milieu vor wie in dem Impfmilieu. Zum Beispiel Menschen, die sich nicht mehr impfen lassen, weil sie sagen, das weiß man nicht mit dieser Impfung. Und wenn jetzt zum Beispiel Menschen kommen mit Erkrankungen, die eigentlich hier als ausgerottet gelten, wo viele gesagt haben, ja, lasse ich mich nicht unbedingt gegen impfen, weil in 1 zu 1 Million Fälle, wenn ich mich impfen lasse, fällt mir der Arm ab. Kann ja sein. Also ist ein bisschen Impfschaden, gibt's. Mach ich nicht, weil gibt's ja nicht mehr hier. Und jetzt kommen Migranten zu uns aus anderen Teilen der Welt, wo diese Krankheiten eben noch nicht ausgerottet sind. Dann haben wir in einzelnen Stadtteilen, in einzelnen Herden auf einmal wieder Riesenprobleme. Und das sind natürlich Dinge, die auf uns zukommen, über die man einfach sprechen muss. Das heißt ja noch lange nicht, dass wir irgendwen ablehnen, das heißt noch lange nicht, dass irgendwas schlecht ist. Nur man muss darüber sprechen und man muss den Leuten die Sicherheit geben, dass genau eben das nicht mehr passiert. Da haben wir noch eine Frage. Moment. Ja, also von unseren vielen Reisen Länder der Welt kennen wir, dass wir uns, je nachdem wo es hinging, zum Beispiel nach Zentralafrika oder so, musste man sich impfen lassen, damit man bei der Rückkunft nicht irgendwelche Krankheiten einschleppt. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn hier der Subsahara-Gürtel vor der Tür steht und zu uns nach Europa drängt, da fragt keine Sau, sage ich jetzt mal danach, ob die geimpft sind. Versuchen Sie mal, Entschuldigung, wenn ich da einhake, versuchen Sie mal Rohmilch, Käse mit in den Urlaub in die Türkei zu nehmen. Ja, ja. Oder mit Ihrem Hund zu reisen. Junge, Junge. So, dann haben wir da hinten eine Frage. Sie wollten was sagen? Jawohl. Es war eine Frage. Ich würde sagen, kann man mich verstehen? Wir haben ja festgestellt mittlerweile, dass die Migranten Europa erobern werden, und zwar nicht mit Waffengewalt, sondern eigentlich eher über den Kreis halten. Die Frage ist, das heißt, die Migranten haben eine riesenhafte überlegene Geburtenrate, die Deutschen eben nicht. Wenn das irgendwann mal die Deutschen majorisieren, gibt es denn von Seiten der AfD ein Konzept, das eine effektive Familienhilfe für deutsche Familien aufbauen könnte? Also vielleicht um das nochmal zu untermauern, was Sie sagen, das klingt natürlich immer alles schnell wie Verschwörungstheorie. Vorhin war auch noch kurz angesprochen, vielleicht noch ganz kurz da, bevor ich das beantworte, über diese gelenkte Medien gibt es auch viele, die das jetzt in dem Vortrag wieder angreifen würden, die als Gast bei der AfD sind, dann würden sagen, oh, gelenkte Staatsmedien, alles Verschwörungstheorie. Gucken Sie das mal nach, 25. März, glaube ich, war es, 2014, hat das Bundesverfassungsgericht sich zum ZDF geäußert. Hat dem ZDF tatsächlich bescheinigt, das Bundesverfassungsgericht, also jetzt nicht irgendein Landesgericht oder was auch immer, das Bundesverfassungsgericht hat dem ZDF bescheinigt, dass es nicht seinem staatlichen Auftrag nachkommt und eine zu große Politiknähe hat. Das ist tatsächlich gerichtlich so festgelegt worden. So viel dazu. Und dann zum anderen Punkt, werden wir unter Umständen mit zu vielen Migranten konfrontiert, sodass eine Integration nicht mehr möglich ist oder sogar in die andere Richtung läuft, dass wir uns vielleicht in einigen Schulen, ist ja sogar so, dass die deutschen Kids sich da in andere Kulturen integrieren, wird das auf uns zukommen. Es gibt da ganz interessante Zahlen zu. Subsahara-Afrika hat nochmal gefragt, die Menschen da, wie viele sich vorstellen könnten, nach Europa zu migrieren. Das gleiche hat man im arabischen Raum gemacht. Subsahara-Afrika können sich das 40% der Menschen vorstellen, nach Europa zu kommen. Im arabischen Raum 25%. Das sind dummerweise gleichzeitig die Ecken der Welt, die am schnellsten wachsen. Also wenn Sie diese Diskussion jetzt aus England mitbekommen, man soll am besten auf seine Kinder verzichten, weil die sind alle CO2-Fresser. Total witzig. Hier gibt es eh kaum mehr Kinder. Gerade diese Ecken der Welt, da gibt es tatsächlich mehr Kinder. Jetzt würde der Grüne sagen, ja gut, aber ein Mensch, der in Nigeria verhungert, produziert ja relativ wenig CO2. Ist verrückt. Aber wenn Sie ihn jetzt nach Europa holen und nach einem europäischen Standard tatsächlich leben lassen, produziert er natürlich genauso viel CO2 wie ein Mensch hier. Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Wenn Sie das jetzt so, diese grüne Logik tatsächlich mal durchexerzieren, also entweder Sie unterstützen das weiter in Subsahara-Afrika, dass es dort so viele Kinder gibt und nehmen dann in Kauf, dass die dann leider auch verhungern, wo ich überhaupt nicht für bin. Aber das wäre dann nach dieser grünen Logik so, wenn die nichts
verkonsumieren sollen, wenn die kein CO2 produzieren sollen, wenn die möglichst einen guten CO2-Fußabdruck haben sollen, dann ist es am besten, wenn der Mensch verhungert oder er gar nicht gezeugt wird. Grüne Logik ist nicht meine, ich mache mir das nicht zu eigen. Oder aber sie importieren jetzt, und wenn sie das hochrechnen, diese starken Geburtenraten und die, die zu uns kommen möchten, sind das bis 2050 700 Millionen Menschen, die nach Europa kommen. Und nach dem aktuellen Verteilungsschlüssel, so wie wir aktuell in Europa die Migranten verteilt haben, hieß das dann etwa 700 Millionen für Deutschland. Wunderbar. Und die würden jetzt tatsächlich, da freut sich dann der ein oder andere Großindustrielle, freut sich dann darüber, die würden so konsumieren, die würden zu Konsumenten werden, wie Europäer konsumieren. Ja, dann muss man tatsächlich sagen, dann bekommen wir unter Umständen tatsächlich Probleme mit unserer Umwelt. Denn versuchen Sie mal jetzt 780 Millionen Menschen in der Bundesrepublik Deutschland unterzubringen. In einigen Regionen ist es jetzt schon relativ eng. Und da muss ich mir nicht von irgendwelchen Berlinern, also wirklich so Champagner-Sozialisten erklären lassen, dass man jetzt einfach nur Leute enteignen muss und dann gäbe es genügend Wohnungen. Und das sind gleichzeitig diejenigen, die sagen, wir müssen noch viel mehr Menschen nach Deutschland holen. Wo soll das passieren? Aber der Punkt, auf den Sie angesprochen haben, haben wir ein Konzept dafür. Da muss man mit einem Vorurteil zum Beispiel aufbauen. Viele sagen dann immer, ja, die AfD, die hat was zum Beispiel gegen alleinerziehende Frauen oder die AfD hat was gegen Homosexuelle oder die AfD. AfD sagt, und das ist vollkommen richtig, sagt, eine traditionelle Familie ist immer noch die beste Möglichkeit, nicht zu verarmen. Das ist so. Alleinerziehende Frauen, denen muss man auch helfen. Na klar, das ist nicht einfach. Das Armutsrisiko unter alleinerziehenden Frauen ist sehr groß. Na klar. Den muss man helfen. Aber das beste Schutzkonzept dagegen, nicht zu verarmen, ist eben die traditionelle Familie. Das ist nun mal so. Und wir sagen eben auch, jeder kann nach seiner Fassung glücklich werden. Warum nicht? Wenn Sie, machen Sie doch, was Sie wollen. Aber auch da, die traditionelle Familie ist die Familie, die steuerlich gefördert werden muss. Das heißt nicht, dass wir irgendwen abwerten. Jeder kann machen, was er will. Die allermeisten AfDler, mit denen Sie sich unterhalten werden, werden Ihnen genau das sagen. Aber wir müssen nicht alles steuerlich fördern und wir müssen nicht bei jedem von staatlicher Seite sagen, super, toll, kannst du auf natürlichen, biologischen Wege, egal was die Grünen sagen, keine Kinder bekommen, aber du bekommst trotzdem Geld. Ist nicht der Fall. Und wenn wir das sagen, die traditionelle Familie gehört gefördert, dann hat das etwas damit zu tun, dass eben die traditionelle Familie psychisch, sozial die Menschen abfedert und schützt. Und dann hat das eben was damit zu tun, dass man eben auch anerkennt und wertschätzt, dass aus der traditionellen Familie die Kinder entstehen, die wir dringend brauchen. Und genau das will die AfD und nicht irgendwen abwehren. Genau. Ja, weil Sie gerade sagten, Integration, ob die überhaupt noch funktioniert oder ob die dann Integration dann schon in die andere Richtung geht. Da möchte ich gerade was dazu sagen. Ich habe vorgestern habe ich lange mit der Büroleiterin vom MdB Hans-Jörg Müller telefoniert, die Frau Staffel. Mir gesagt, also wenn ich zum Fenster rausgucke, da ist eine Schule, eine Grundschule, und da hängt ein großes Schild und da steht dran, wir wollen die Muttersprache fördern oder so ähnlich. Und deswegen wird als ab der ersten Klasse türkisch Unterricht angeboten. Geht der Ohr gar nicht. Hallo. Ja, also man kann sich ausrechnen, wie die Integration dann funktioniert und wohin der ganze Reise geht. So, der Sascha. Also ich habe eigentlich keine Frage, sondern eher eine kleine Bitte. Ich glaube, vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren gab es von der Landtagsfraktion eine Anfrage in Bezug auf die Zusammensetzung in Schulen mit Kindern mit Migrationshintergrund. Da gab es dann irgendwie 40 Seiten lange Listen mit Schulen, wo aufgegliedert ist, war ab 50% aufwärts mit Migrationshintergrund. Dass man das vielleicht nochmal wiederholt. Gerne auch vielleicht rückwirkend ein paar Jahre, um zu sehen, wie jetzt der Anstieg da ist und auch aufschlüsseln lassen die Schulen mit geringen Anteilen. Also ich glaube, in der Anfrage waren, glaube ich, 75% aufwärts. Genau. Weil das sind genau die Dinge, die man am Stand gut benutzen kann und sagen, hier Leute, auch hier in den letzten 10 Jahren in den Grundschulen ist der Migrationsanteil um 40% gestiegen. Das ist ein Problem, was da ist und das würde ich dann einfach ansprechen. Das wäre einfach schön, wenn da vielleicht mal eine neue Anfrage kommen könnte mit ein bisschen weitreifender. Gewisse Dinge, das muss immer noch so ein bisschen reifen, aber ich habe das zum Beispiel für mein Ressort, so gewisse Dinge habe ich auch immer wieder Vorlage und jedes Jahr frage ich die Zahlen für Krätze zum Beispiel. Krätzmilbe ist eigentlich auch ein Problem gewesen, das gab es hier lange nicht mehr. Wird ja jetzt auf einmal wieder zum Problem. Überraschung, Überraschung. Keiner weiß, woher es kommt. Aber das frage ich zum Beispiel auch ehrlich mal nach. Aber ich werde den Fachpolitiker Bescheid sagen, ja. Genau, also vor allem umfangreicher, dass wir halt einfach auch Gesamtschulen damit abdecken und sowas. Das wäre super.
So, folgendes. Ich nehme an Seminaren teil für Sozialpädagogik, zum Beispiel an der Evangelischen Akademie in Wuppertal auf dem Heiligen Berg. Wollten Sie so. SPD-Vorsitzende? Nein. Da werden Vorträge gehalten über den Umgang mit Menschen aus anderen Kulturen. So, und da erlebe ich Vorträge, die propagieren kulturelle Vielfalt, Mischkultur, und bezeichnen das als mittlerweile eine Fortsetzung nach Multikulturalität, Interkulturalität hin zur Transkulturalität. Transkulturalität heißt Mischkultur. Das heißt, alle Kulturen werden als gleichberechtigt betrachtet. Und wenn ich hingehe und sage, ja, aber die Demokratie ist doch unsere Staatsform, die wir über die letzten 200 Jahre uns erarbeitet haben, auch dank der Linken, das möchte ich ja auch betonen. Ja. Also Karl Marx war da ziemlich Vorreiter für unsere Aufklärung, sich von der Religion zu befreien. Die SPD war vor 150 Jahren auch mal jung und wild. Die SPD, Ludwig Feuerbach, wenn man sich das mal im Internet ansehen oder lesen möchte, kann ich nur empfehlen. Ja, aber mittlerweile hat sich auch die Linke von der Religionskultur verabschiedet und bietet sich einer Religion an, die mittlerweile auch hier fußfest fasst, die totalitär hierher kommt und die Theokratie bevorzugt gegenüber der Demokratie. Und wenn ich hingehe und das kritisiere, dass doch die Demokratie doch unsere Errungenschaft ist, werde ich als kultureller Rassist diffamiert, weil ich sage, dass die Demokratie doch eine Form ist, die wir uns doch erkämpft haben, die Freiheit auch von der Religion zu praktizieren zu dürfen, nämlich Religionsfreiheit heißt auch Freiheit von der Religion und nicht sich dem Dogma der Religion zu unterwerfen, wie der Katholizismus im Mittelalter und eine Kultur, die wir hier breit macht, die noch mittelalterliche Strukturen aufweist, die wir eigentlich glaubten, schon längst überwunden zu haben, sind wieder da. So, gibt es da ein Konzept, weil das schmeißt nämlich um sich, dass die Menschen, die zu uns kommen, transkulturell sozialisiert werden, und zwar, wenn man das liest, es gibt Sozial- und Philosophieprofessoren an Universitäten, da nenne ich nur den Professor Dr. Wolfgang Welsch, der müsste, glaube ich, Magdeburg sein, der propagiert das mit seinen Studenten als das mittlerweile Nonplusultra. Das passt alles in das Konzept, wenn wir Menschen aus fremden Kulturen zu uns kommen lassen, sie dann auch gewähren in ihrer Kultur, da sehe ich kulturellen Sprengstoff drin, denn irgendwann müssen wir wieder unsere Demokratie verteidigen, wie Anfang des mit Voltaire die Demokratie verteidigen. Ja, hat die AfD darauf ein, sieht die das ähnlich wie ich und hat sie darauf eine Idee, wie man damit umgehen kann? Also es steht, ich glaube, relativ zu Beginn sogar unseres Grundsatzprogramms, dass der politische Islam nicht zu Deutschland gehört. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Kernbotschaften. Am schönsten kann man das sehen, das geht ja heute ganz schnell, Sie setzen sich an den Computer und googeln einfach mal Kabul 1970 und Kabul 2018. Da gibt es einen himmelweiter Unterschied und das ist eben nicht dieses interkulturelle, transkulturelle, wunderschön bunte, sondern das ist eine Monokultur. Das ist gerade in dem Vortrag schön rübergekommen mit dem verschleierten Albertus Magnus. Das hat für mich nichts mit bunt zu tun, wenn ich in Stadtgegenden bin, wo es so eine Diaspora gibt, wo zu 90% die Menschen aus einem Kulturkreis sind und ich eben nichts Buntes mehr sehe, sondern eben nur noch das. Und ein Stück weit bin ich auch der Meinung, Europa ist ja eine verrückte kleine, geografisch auch kleine Landzunge mit extrem vielen Kulturen. Und wenn wir was eins hier in Europa sind, Sie müssen hier ja nun wirklich nicht lang fahren und sind gleich in drei verschiedenen Ländern, vier verschiedenen Ländern können Sie von hier wahrscheinlich innerhalb von anderthalb Autostunden erreichen, dann sind wir unglaublich bunt. Und ich denke, unsere Aufgabe ist es, und das ist interessant, weil die United Nations es ähnlich tatsächlich immer wieder auch propagiert haben, denn es ist ja eine Perspektivfrage. Bunt kann ja zum Beispiel sein, dass die Länder alle unterschiedlich zueinander sind. Das wäre ja zum Beispiel auch bunt, wenn ich sage, die Niederlande sind die Niederlande, Belgien ist Belgien, Deutschland ist Deutschland, Luxemburg ist Luxemburg. Und die unterscheiden sich alle kulturell und gehen zum Beispiel nicht in einer supranationalen EU auf, wo alle durch Normen etc. zu einem bunten Einerlei werden. Weil dann ist es nicht mehr bunt, sondern dann ist es tatsächlich ein Einerlei. Und die andere Sache ist,
Tatsache ist, es gibt ja zum Beispiel Marokko oder es gibt ja Tunesien. Ist ja auch schön da, kann man ja Urlaub machen. Also für mich ist es nichts, aber es gibt Leute, die mögen das. Nur Tatsache ist, die Welt wird nicht runter, wenn jetzt in jeder zweiten Stadt es eine kleine Türkei gibt. Und das hat eben nichts mit dieser Transkulturalität zu, dass man sich da annähert, sondern das ist ja eben genau diese Diaspora-Problematik, die von gewissen Kräften ja aus dem Ausland sogar noch geschürt wird. Es ist doch längst bekannt, dass es religiöse Gruppierungen gibt aus den Ölstaaten, die das hier unterstützen, dass man sich nicht integriert. Es ist längst bekannt, dass das die türkische Religionsbehörde das aktiv unterstützt, dass die Menschen sich nicht hier integrieren. Das weiß man ja, da spricht man noch nicht drüber. Und deswegen, das ist einer unserer wichtigsten Dinge, Sie können ja Doktor in Geschlechtswissenschaften werden, also in Genderwissenschaften, ist ja alles möglich. Von daher gibt es mittlerweile auch Leute, die Ihnen das sehr kultiviert und mit einem Doktorgrad erklären können, warum diese Transkulturalität, warum das das Richtige ist. In einer Demokratie ist es immer erlaubt, auch die Gegenposition einzunehmen. Und wir sagen ganz klar und von Anfang an schon ganz klar, dass wir das eben nicht mitmachen. Und dass wir da eben die Grenze ziehen, dass wir sagen, wir haben etwas Eigenes und das ist schon bunt und vielfältig genug. Hier spricht man ein anderes Platt als bei mir zu Hause. Auch das ist bunt. Und auch das möchte ich erhalten. Dafür müssen wir nicht noch andere Kulturen zu uns hier aufnehmen, die uns dann noch bunter machen. Wir sind schon bunt und wir haben viele bunte Nachbarn und das möchte ich mit Ihnen zusammen erhalten. Also ich möchte vielleicht noch anfügen, Integration hängt da erstens auch immer davon ab, wie viele Menschen da sind, die sich integrieren wollen. Also wenn ich jetzt mal sage, der halbe Saal hier wäre deutsch und der andere wäre nicht deutsch, dann hätten die Nicht-Deutschen wahrscheinlich wenig Integrationsdruck, weil sie sich nämlich untereinander schon gut verständigen können. Die brauchen sich gar nicht zu integrieren. Und das Zweite ist, möchte ich vielleicht auch sagen, ja, worin sollen die Leute sich integrieren? Wir müssen ja eine Identität haben, wir müssen ja denen irgendwas anbieten, ne? was interessant ist, wo man sich interessieren kann. Und die bringen ihre Kultur mit und sagen, was, ihr steht ja selber nicht mehr zu euch, also warum sollen wir uns da integrieren? Und welche? Also, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, ich mache nicht nur Partei ehrenamtlich, ich bin auch noch ehrenamtlicher Musiklehrer, Flötenlehrer, Chorleiter an der Grundschule. Und das ist eine ganz kleine auf dem Dorf und da sind auch Migrantenkinder, aber die erkennen sie nicht. Die sind also so gut integriert, die sprechen ein perfektes Deutsch, so wie Kinder halt sprechen. Bitte? Ach, da, ja, nee, ich sag jetzt nicht, wo das ist. Und sind genauso angezogen, benehmen sich genauso wie Jungs und Mädchen und so weiter. Aber das sind halt wenige, das sind vielleicht in einer Klasse 3, 4, 5. Und die sind dermaßen angepasst und integriert, wobei das ja ich eigentlich eher auf assimiliert hinauslaufen lassen möchte. Die sind einfach, die fallen einfach nicht mehr als Migranten auf. Ne? Die sind ein Teil dieser Klasse, dieser Gesellschaft und so sollte es eigentlich auch sein. So, also. Ja, ich möchte eigentlich auf eine Sache noch hinweisen, auf eine Sendung vom 20. Februar 2018. Das war die Heute-Sendung unter Marietta Slomka. Dort kam der Politwissenschaftler Jascha Monk zu Wort, der dann in dieser Sendung gesagt hat, wir sind in einem Experiment, von der monoethnischen Gesellschaft in die multiethnische Gesellschaft. Das sind natürlich komplizierte Worte, aber man muss einfach sagen, Ethnie ist zum Beispiel, Europäer sind weiß, ja? Afrikaner sind eben dunkelhäutig. So, und es ist in dieser Sendung nie geklärt worden, also es hat keine Nachfrage stattgefunden von Seiten der Moderatorin, also von der Slomka, was denn damit gemeint ist. Und diese Frage ist für mich bis heute unbeantwortet. Wer hat dieses Experiment gestartet und wer ist für dieses Experiment verantwortlich? Der konnte das ungefragt sagen, ohne Nachfrage. Und meines Erachtens hätte es da einen Aufschrei geben müssen. Ja? Damit möchte ich sagen, dass manchmal auch die Mainstream-Medien uns die Wahrheit verkündet, aber wir kriegen das anscheinend gar nicht so mit. Ja, also das ist etwas, was ich am Anfang schon sagte, mit dieser absoluten Selbstgewissheit, mit denen Ihnen zum Beispiel die Grünen begegnen und sie anstrahlen und sagen, ja, multiethnische Gesellschaft ist doch super. Genau, das ist ein super Experiment. Man hat niemanden gefragt, ob man das will, wieder, da ist der Punkt. Es ist nie demokratisch legitimiert worden. Aber das ist so ein bisschen der große Zauber.
also mich persönlich auch immer frage, wo sind die Grünen gekippt von selber einer anti-autoritären Partei, die Leute mal machen lassen wollte, selbst mit der Erziehung und was auch immer alles, wilde Zeiten bei denen, zu einer autoritären Partei, die ihnen jetzt vorschreibt, was sie zu denken haben, was sie zu tun haben, was sie zu rauchen haben, wie schnell sie zu fahren haben, etc. etc. Die Grünen haben ja eine schöne Geschichte hinter sich. Aber genau das ist der Punkt. Wir haben ein Experiment, von dem Ihnen jetzt ganz viele altkluge Menschen berichten werden, in vollem Stolz, was wir da machen, zur multiethnischen Gesellschaft. Wenig auf diesem Planeten ist neu. Also mindestens irgendein alter Grieche hat schon mal gedacht. Und man findet auf jeden Fall immer, man findet auch immer Beispiele, wo man es sich angucken kann. Multiethnische Gesellschaften, das ist ja nicht neu. Gab es auf diesem Planeten schon genug. Gibt es gute Beispiele. K&K-Monarchie, ganz starker Staat, hat total gut und stabil gehalten. Jugoslawien, hervorragend, multiethnischer Staat, war, wir haben in Frieden Straßenfeste gefeiert. Das war, die einen oder anderen werden sich daran erinnern, in den 90ern ist es so friedlich gewesen in Jugoslawien, dass da eine erste große Flüchtlingswelle nach Deutschland gekommen ist. So friedlich war es da. Und es gibt noch viele weitere Beispiele dafür, dass diese multiethnischen Gesellschaften eben nicht funktionieren. Müssen nicht weit gehen. Belgien, Flamen und Wallonen verstehen sich total prima. Die Regierung funktioniert da, die gehen Hand in Hand. Von daher, es gibt nun mal diese Identitäten. Ob man das jetzt gut findet, ob man das schlecht findet, kann man darüber denken, was immer man will. Aber ich finde immer, wir müssen eine Politik an dem Ist ausrichten. Und ich möchte kein Menschenbild konstruieren, wie es die Linke immer möchte. Sie möchte irgendeinen Menschen schaffen, der dann nicht mehr raucht, der sich vorbildet. Dass Menschen sind so, wie sie sind. Und ich muss das akzeptieren. Und wenn ich jetzt schon wieder diese ganze Litanei, das geht da schön mit einher, sehe, wegen in den sozialen Medien gibt es so viel Hass. Die Menschen reden nun mal so. Die haben vorher am Tresen so gesprochen, nach zwei Bier am Stammtisch so gesprochen. Die Menschen machen das eben so. Das ist eben menschlich. Und in die Art und Weise, wie das jetzt verklärt wird, im Sinne von, es wird durch die sozialen Medien doch nur sichtbar. Und ich kann jetzt sagen, das ist das Pack und das sind die, in den USA sagt man die Disposables, also die Leute, die weg können. Wunderbar, die tolle Hillary, super schöne Kandidatin, die Teile ihrer eigenen Bevölkerung entsorgen möchte. Toll. Man kann das aber auch akzeptieren. Und ich finde, wir sind auch ein Stück weit die Partei, die diesen Leuten, die teilweise nur noch die Aggression haben, weil sie sich eben sonst nicht wehren können. Sie werden nicht mehr gefragt. Hat sie nicht gefragt. Und wir sind eben eine Partei, die auf ganz demokratischem Weg diesen Menschen, die nicht mehr gefragt werden, eine Stimme geben und nicht zu Pack, nicht zu Entsorgbaren oder zu sonst Schlimmerem diskreditiert, sondern diese Sorgen, die da teilweise schon unappetitlich formuliert werden, aber die demokratisch auf parlamentarischem Wege ernst nehmen und umsetzen. Dafür sind wir, glaube ich, alle hier. Der Staatspräsident der USA, Wilson, vor 100 Jahren vereinfacht, hat man den Satz geprägt, das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Das hat dazu geführt, dass Völker ein Selbstbewusstsein entwickelten und versuchten, Staaten zu bilden. Gerade Ausgang 1918, 19, wo sie Staaten gebildet haben. Das zieht sich ja bis heute. Wir haben ungefähr auf der Welt 3000 Völker, aber nur 193 oder 94 Staaten. Also da ist noch viel Sprengstoff drin, wenn die alle mal aufstehen. Das ist ja das Problem, dass die Grünen genau diesen Volksbegriff negieren, indem sie sagen, es gibt keine Völker, es gibt nur Menschen. Und, bitte? Wie steht die AfD dazu? Ich glaube, Selbstbestimmungsrecht der Völker. Ja, also ich könnte Ihnen jetzt nicht die Stelle im Programm, im Grundsatzprogramm zitieren, aber wir haben uns dazu geäußert. Ja klar, es gibt ein Selbstbestimmungsrecht der Völker. Das ist nun mal so. Also man muss natürlich auch immer so ein bisschen betrachten, was ist Selbstbestimmungsrecht der Völker? Ich kann natürlich jetzt auch irgendwann sagen, gut, historisch... Ja klar. Aber ich könnte natürlich jetzt auch irgendwann sagen... Ist aber ein germanischer Stamm der Deutschen, die sich zu einer staatlichen Einheit. Nee, wir sind jetzt in Deutschland. In Deutschland. Die Franken, die Schwaben, die Bayern und die Sachsen, das sind die vier stolzen Stämme. Dann gibt es die Frieden, ja, die kommt später dazu. Ja, aber das ist, es sind eigene Völker. Aber als. Jetzt heute als irgendeine Grundlage, um uns zu äußern. Ich denke mal, bei der AfD ist es doch klar,
wollen die Nationalstaaten halten. Wir wollen, wenn wir nach Italien kommen, dann wollen wir unsere Pizza essen und unsere Spaghetti. Und ich möchte meine Familie. Genau das ist Multikulti. Was die anderen als Multikulti propagieren, ist Einheitsbrei. Wir möchten genau Multikulti. Wir lieben die Spanier, die Griechen. Wir wollen, wenn wir da sind, auch das griechische Volk. Okay, dann wollen wir jetzt nicht ins Zwiegespräch eintreten, weil die anderen nämlich davon nichts mitkriegen. Ne? Sie wollten auch noch was sagen? Nee, ich habe noch eine Frage, habe ich noch. Und zwar hatten Sie ja eben angesprochen, den Untersuchungsausschuss bezüglich dieser Vorfälle auf dem Campingplatz. Da soll ein Untersuchungsausschuss beantragt werden. Da wollte ich mal nachhaken, was ist denn da jetzt schon im Kopf, was da gewesen sein könnte? Wo soll denn dieser Antrag, in welche Richtung soll er denn forschen? Nicht der Antrag, Entschuldigung, in welche Richtung soll der Untersuchungsausschuss forschen? Also meine Sorge wäre, dass da jetzt der kleine Polizist an den Pranger gestellt wird, obwohl wir ja letztes Mal auch schon in der Gruppe überlegt haben, dass da nicht was ganz viel Schlimmeres und Größeres dahinter hängt. Was soll der Untersuchungsausschuss, das ist aufgebaut? Das ist genau der Punkt. Also wir wollen jetzt nicht abgespeist werden mit Polizist XY wird jetzt als Bauernopfer genommen und muss dann abtreten und dann lässt uns auf den Tisch fallen, sondern wir möchten ja eben ergebnisoffen gucken, was dahinter steht. Und wir haben die Vermutung, dass eben da doch ein etwas größeres Geflecht hinterstehen könnte. Und das würden wir gerne, dazu ist ein Untersuchungsausschuss da, der arbeitet nicht eine Woche, nicht zwei, sondern tatsächlich über einen relativ langen Zeitraum mit einem eigenen Budget. Wir würden das gerne aufarbeiten. Und ich kann es Ihnen jetzt eben noch nicht sagen, was dahinter steckt, aber es gibt tatsächlich einige sehr dubiose Dinge, die da im Hintergrund entstehen, die zumindest den Anfangsverdacht nähren, dass man da genauer hingucken sollte. Und genau das wollen wir machen, eben um zu verhindern, dass irgendwas da weiter vor sich hinköchelt und man dann sagt, ja hier, der wird jetzt geopfert und dann ist es gut. Okay. Das soll eben nicht passieren. Okay. Ich habe da noch eine Frage. Und zwar liest man in letzter Zeit ja relativ häufig über irgendwelche Hochzeitsgesellschaften, die auf der Autobahn irgendwo alles absperren und Beschleunigungsrennen fahren, allen drum und dran. Und Michael Müller heiratet. Ja, ich finde es halt immer wieder faszinierend, dass die dann geordnet kontrolliert werden und die Leute dann wieder mit den Autos nach Hause fahren können. Ich sage jetzt mal jemanden, der sonst mit 1,2 Promille irgendwo stehen angehalten wird, den winkt man raus, nimmt man Führerschein ab, der fährt auf jeden Fall nicht mehr nach Hause. Wie das überhaupt sein kann, dass man sagt, okay, kann man sowas nicht auch mal untersuchen lassen, wie häufig so Fälle vorkommen und gegebenenfalls da mal härtere Gangarten und auch Gesetze irgendwo macht, weil im Endeffekt ist es ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Es gibt Leute, die kriegen 20.000 Euro Strafe, weil sie halt keine Gasse bilden im Stau und es gibt Leute, die provozieren den Stau und kriegen gar nichts. Ja? Vielleicht im Zweifelsfall noch, wer weiß, einen Orden, wer weiß, was sie alles dann bekommen. Ist da irgendwas in der Pipeline? Kann man da irgendwas erwarten, dass da mal eine Anfrage kommt oder so? Also in der Tat, wir haben ja, das ist ja immer so, wir sagen, wir sind ja eine Themenpartei, ist ganz interessant. Also wenn Sie von heute Abend eins mitnehmen, dann eine Themenpartei, also wir hatten ja schon mal den Euro, da hieß es, wir sind die Euro-Hasser, was ich auch schon irgendwie wild finde, aber das ist ja schon mal ein Thema. Dazu kam jetzt die Migration, das sind ja immer schon so zwei Themen. Und heute Abend haben Sie noch einen ausgemachten Gesundheitspolitiker kennengelernt, sind immerhin drei Themen, aber wir haben tatsächlich auch einen Verkehrspolitiker, sind vier Themen. Aber gut, der ganze Spektrum. Genau, Wahnsinn. Aber wir haben das tatsächlich, aber man muss sagen, an so vielen Stellen erodiert aktuell der Rechtsstaat, dass man kaum hinterherkommt. Und da gilt leider das alte Wort wieder, Müntefering hat gesagt, Opposition ist Mist. Wir haben da relativ begrenzte Möglichkeiten. Und aufgrund der Tatsache, dass eben Dinge, die wir anstoßen, die auch skandalöse Dinge, die wir aufdecken, nicht so in die Medien transportiert werden, sind wir halt auf unseren Kanälen immer relativ alleine. Also da wird in viele Richtungen gearbeitet, in viele Richtungen Anfragen gestellt etc., aber wir kriegen es leider nicht so transportiert. Von daher hilft immer aktuell, in der aktuellen Situation nur, sich aktiv bei uns zu informieren und das möglichst dann Mund-zu-Mund-Propaganda weitertragen. Mehr können wir da aktuell tatsächlich nicht bieten. Ja, gut, wenn man Anfragen bringt oder so, hat man zumindest was Handfestes auch, was irgendwo das wird auch tatsächlich dann mal rumschicken kann, wo man sagen kann, da werden ja Fakten geschaffen. Und das sind halt Fakten, auch wenn sie nicht in den Medien kommuniziert werden, die sind ja da. Dass man sagt, okay, im Zweifelsfall leitet man das irgendwie weiter an seinen Nächsten und kann dann zumindest sagen... Also vielleicht ein Beispiel, ich habe durch eine interessante kleine Anfrage herausgefunden, also ich muss ein bisschen ausholen, nicht lange, Politiker, ja, aber ganz kurz. Also für bedürftige Personen in der Bundesrepublik Deutschland, die also selber ein zu niedriges Einkommen haben, wird eine Abtreibung vom Staat übernommen. So, also der Staat kommt auf für eine Abtreibung von einer Frau, die kein eigenes vernünftiges Einkommen hat. Kann man jetzt lange darüber diskutieren, auch über das Thema Abtreibung. Der Staat macht das so, weil er sagt, es soll keinem ein Nachteil entstehen, er soll nicht wegen seiner Geldbörse daran gehindert werden, sexuell selbstbestimmt zu sein. Würde ich jetzt sagen, sexuelle Selbstbestimmung wäre, aber gut. Ach, überlegen. Hätte man, genau. Egal.
sagt der Staat so, ich habe durch eine kleine Anfrage aufgedeckt, dass das Land Nordrhein-Westfalen in jedem Jahr mehr Abtreibungen bezahlt bei sozial schwachen Frauen, als überhaupt in der Abtreibungsstatistik vorkommen. Und jetzt würde ich persönlich ja annehmen, zum einen, das wäre ja jetzt schon schwierig, dass ich für mehr bezahle, als tatsächlich in der Statistik vorkomme, sondern zum einen, dass ja nicht nur sozial schwache Frauen abtreiben, sondern ja auch noch andere, die es selber bezahlen könnten, dazukommen, Privatzahler dazukommen, etc. etc. Also ich würde ja jetzt eine noch andere Zahl dann annehmen, als nur die sozial schwachen Frauen. Aber dieser Skandal, wie ich finde, also es ist ja wirklich eine Statistik, die scheinbar vorne und hinten nicht stimmen kann, haben Sie ja nichts von in der Presse gelesen. Also ich nehme an, Sie haben es heute das erste Mal gehört, aber Riesenskandal. Wir haben extra WDR etc. eingeladen, Hälfte ist nicht gekommen, einige waren da, haben gesagt, ja Herr Vinzenz, warum fragen Sie sowas überhaupt als Mann? Fand ich auch schon interessant. Wurde mein Frauenbild angezweifelt, also ob ich jetzt irgendwie zurück ins vorletzte Jahrhundert möchte, ob ich Frauen unterdrücken will, ob ich sexuelle Selbstbestimmung in Frage stelle. Ganz interessant, die Fragerichtung allein. Keiner hat hinterher darüber berichtet, dass es da tatsächlich irgendwelche Statistiktricks da rein gibt. Bundesrepublik Deutschland, 2019. Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Familienpolitik. Die AfD steht ja nun für die Förderung, den Erhalt der traditionellen Familie. Was ich nicht verstehe, ist, 90% der jungen Leute, die jetzt gerade Abitur gemacht haben, sehen das genauso. Irgendwas stimmt doch da nicht. Wir werden ja hingestellt, als wären wir rückwärts gewandt, Frauen an den Herd und so fort. Und als sei die Familie ein Auslaufmodell. So wird es ja von den modernen Denken, sage ich jetzt mal, immer hingestellt. Aber 90% der jungen Leute wollen Familie, wollen Kinder haben. Was stimmt denn da nicht? Was stimmt denn da nicht? Also eine schöne Sache, zwei schöne Sachen. Erste schöne Sache ist, die Jugend, die nachwächst, die wird schon wieder konservativer. Mag man nicht meinen, ist aber so. Es wird wieder mehr Sicherheit gesucht. Ich glaube, es ist ein türkisches Sprichwort, was sagt, dass harte Männer gute Zeiten schaffen weiche Männer schaffen harte Zeiten schaffen und so weiter und so weiter. Die Zeiten scheinen wieder schlechter zu werden, dass wir wieder Leute kulturell heranbringen, die sich nach Sicherheit sehen, die wieder einen sicheren Job haben wollen, die eine solide Ausbildung haben wollen, die auch wieder Halt in einer Familie suchen. Kann man auch als gut betrachten. Die andere gute Sache ist, wenn man unsere Jugend anguckt, die jetzt Friday for Future lieber ein Fünftel ihrer Schulzeit rauswirft. Ja, also man muss sich das vorstellen, in einigen Gegenden der Welt gibt es keine Schulen. Und hier wirft die Jugend ein Fünftel ihrer Schulzeit weg, um der Klimawandel, ja. Das ist ja sowieso Schön. Das Faszinierende. Und gerade mit dem Friedensnobelpreis-Geschichte. Ich kann mich erinnern, vor zwei Jahren hat doch dieses Mädchen aus Pakistan den gekriegt, der sie in den Kopf geschossen hat, weil sie zur Schule gegangen ist. Ja, also hier geht man auf jeden Fall jetzt nicht mehr zur Schule. Aber, und das ist ja das Schöne daran, auch da wieder ein altes Sprichwort, wer mit 40 nicht links wählt, hat kein Herz. Wer nach 40 noch links wählt, der hat kein Hirn. Also da ist Hoffnung mal zu nicht verloren. Ja, ich weiß nicht, ob ich das aus Ihrem Vortrag entnommen habe, letztens am Aschermittwoch. Jedenfalls ist das in den USA so, dass aus den Familien, aus den normalen, gesunden Familien, Vater, Mutter, Kind, die wenigsten Attentäter kommen. Genau. Dann habe ich das von Ihnen. Ja, habe ich gut behalten. Also das ist ein interessanter Punkt. Toxische Männlichkeit. Haben Sie vielleicht schon mal gehört? Ja. Gillette-Werbung. Ich habe alles weggeworfen. Genderwissenschaften. Verrückt. Toxische Männlichkeit. Also der Mann in seiner Rolle als Mann sagt ja, Jungs sind eben Jungs, Gillette-Werbung, und lässt jetzt seinen Sohnemann mit anderen balgen oder sogar vielleicht mit einem Gewehr spielen. Verrückt. Ja. Nein. Aktuelle Erzählung. Junge wird mit einem Gewehr spielen gelassen. Das ist jemand, der jetzt andere unterdrückt oder der besonders aggressiv ist. Nein, exakt. Es gibt Untersuchungen dazu. Kinder, die aus Familien kommen, wo es keine Vaterfigur gibt. Das muss nicht die traditionelle Familie sein, dass der Erzeuger das ist, aber es muss eine Vaterfigur sein. Kinder, wo keine Vaterfigur da ist, das sind die Kinder, die überproportional häufig gewalttätig werden, die überproportional häufig an diesen School-Shootings, an diesen Schulmassakern beteiligt sind. Also dieses Konzept der toxischen Männlichkeit, eine männliche Bezugsperson ist da, wo ich mir abgucken kann, wie ich damit umgehe, mit meinem Testosteron, mit meinem Gewaltpotenzial etc., ist positiv. Das, was hier erzählt wird, ist vollkommener Humbug. Der Mann ist
etwa genauso wichtig für die Erziehung wie eben die Frau. Und es ist wichtig, dass man auch männliche Rollenbilder hat. Und dieses ganze Bild, auch dieser ganze Feldzug gegen die Männlichkeit, auch das ist irgendein Konstrukt, was sich irgendwer überlegt hat, was in etwa so sinnvoll ist wie der Rest, der von den Grünen kommt. Also ich würde sagen, es ist jetzt 9 Uhr, eine Frage machen wir noch von dem Herrn. Okay, dann machen wir zwei. Werden Sie Bestandteil, wenn der Untersuchungsausschuss installiert würde, Teil dieses Ausschusses werden? Nein. Also wir haben extra den Bereich Inneres, das ist ja. Unser Fraktionsvorsitzender Markus Wagner, der das bespielt und der wird wahrscheinlich die tragende Achse sein, die den Untersuchungsausschuss dann bestellt. Gut, vielleicht fragen Sie ihn, ob er das Wormser Urteil kennt. Es ist in der Justizgeschichte wie eine Bombe eingeschlagen und prägt und beeinflusst heute immer noch die Gerichte im Umgang mit Sexualstraftätern. Ich weiß nicht, also Sie kennen es nicht. Mit mir sagt es nicht. Also Wormser Urteil ist interessant. Nur ganz kurz mit einem Satz. Drei Familien wurden des bandenmäßigen sexuellen Missbrauchs ihrer Kinder angeklagt und auch verurteilt vom Landgericht Worms. Tragisch. Die Kinder wurden aus den Eltern entfernt und in Pflegefamilien gebracht. Drei Familien sind zerstört. Es gab eine Revision beim Oberlandesgericht und siehe da, die Urteile wurden aufgehoben wegen erwiesener Unschuld. Die Familien sind zerstört. Die Eltern haben die Kinder nie mehr wiedergesehen, weil sie schon über den Prozessdauer aus der Familie genommen wurden. Das spiegelt sich natürlich auch in der Justiz wider, wenn man mit sexuellem Missbrauch umgeht, nicht vorschnell Kinder aus der Familie zu nehmen und die Eltern zu verklagen bzw. auch abzuurteilen. Zartbitter hat da ein ganz böses Spiel gespielt, das hat nämlich Suggestivfragen gestellt, wo Kinder genau darauf geantwortet haben und mit diesen Fragen konnte man die Eltern verurteilen. Ein Justizdrama ohnegleichen, wenn man sich dafür interessiert, einfach googeln, Wormser Urteil. Genau, vielen Dank. So. Ja, also ich habe jetzt noch eine Kleinigkeit, die ich noch erläutern möchte mit einer kurzen Frage zum Schluss. Und zwar haben wir jetzt einiges gehört von wegen, AfD, alles Nazis in der Nachbarschaft und so weiter, alles ganz, ganz schlimm, wir kriegen keine Presse, kein gar nichts und so aussichtslos, wie die Lage manchmal scheint, ist es ja gar nicht, weil wir haben ja jetzt die Europawahl vor der Nase und da gibt es ja wunderbare Beispiele, eine Nachbargemeinde weiter, die Holländer hatten nämlich auch vor knapp 3-4 Wochen Wahlen, ja. So, und die haben komischerweise richtig übel die Rechtspopulisten gewählt, die komischerweise dann auch in den niederländischen Medien nicht als Nazis verunglimpft werden. Ja, die haben sogar eine neue Partei mit dem Forum für Demokratie. Und dann sieht man, dass die gerade die Nachbargemeinde im Grenzgebiet, Kerkrade, Landgraf, die haben vorwiegend die Partei für die Freiheit und die Forum für Demokratie gewählt. Und da sehen wir, sag ich jetzt mal, dass sich da auch eine Öffentlichkeit bildet, unmittelbar an der Grenze, wo man sagt, okay, wir haben hier den kleinen Grenzverkehr hier und man sieht einfach, dass in den anderen europäischen Ländern eine viel höhere Akzeptanz auch dafür ist, für die vermeintlich Anführungszeichen Rechtspopulisten, die ja bei uns in den Medien so verunglimpft werden. Nur man sieht, sag ich jetzt mal, auch in den Tatsachen, was der Herr Meuthen gestern gemacht hat, gründet irgendwo mit der Lega zusammen eine neue Fraktion, dass da demnächst sehr wahrscheinlich eine der größten Fraktionen im Europaparlament entsteht und dadurch auch ganz viele Themen irgendwo nicht mehr verdeckt werden können, weil sie halt auch aus anderen Ländern diskutiert werden. Das gibt uns auf jeden Fall nochmal eine Öffentlichkeit und wird auch dazu führen, dass man auch entsprechend die Argumente von uns mehr hören muss. Und dementsprechend möchte ich auf der einen Seite doch alle bitten, auch im Wahlkampf aktiv zu sein. Wer Lust und Laune hat, kann sich nachher bei uns melden. Wir sind da gerade dabei, irgendwo ein Wahlkampfteam aufzustellen. Und jetzt die kleine Frage am Rande. Wir würden gern auch natürlich noch den ein oder anderen Infostand machen und bei uns in der Region auch die Leute mit vernünftigen Argumenten bewegen. Und da wäre vielleicht die Frage an Sie. Vielleicht finden Sie ja die Zeit, für so einen Infostand einfach mal mitzumachen, weil ich habe heute Eindruck gewonnen, dass man sagt, okay, das ist ein sehr kompetenter Redner und auch sehr überzeugend und das würde halt auch helfen, dass wir in der Region auch einfach stärker vertreten sind. Ne? Also da würde ich mir wünschen, wenn das klappen würde. Ja, super. Ja.
Also ich muss noch nachtragen, der Tobias ist unser Wahlkampfbeauftragter, der hat also alles in der Hand. Und ja, wie gesagt, wolltest du noch was zu sagen zum Wahlkampf oder irgendwie Infostände? Ich würde sagen, dass wir nachher vielleicht mal gucken, wenn wir jetzt den gemütlichen Teil einleiten oder sowas, dass genau. wir einfach nachher mal notieren, wer einfach Lust und Zeit hat, irgendwo ein bisschen mitzuwirken, sei es beim Plakatieren, Flyer verteilen oder ein bisschen Präsenz zeigen. Also per Mail ist das verpufft das immer, da kommen relativ wenige Rückmeldungen. Aber wenn wir die Leute schon mal vor Ort haben und sie können schon mal fragen, was sie tun können oder so weiter oder sich mal eintragen lassen können, ist das natürlich ideal. Es geht schließlich um viel. Ja, genau. Jetzt haben wir die Möglichkeit, was zu bewegen. So ist es. Ja, wie gesagt, dann nochmal ganz herzlichen Dank. Ich kann Ihnen also nur empfehlen, die Seite von Herrn Dr. Vinzenz zu verfolgen, sowohl auf Facebook als auch auf seiner Homepage. Er teilt also immer sehr interessante Artikel auf Facebook, auch mit einem immer sehr treffenden Kommentar. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ich habe Ihnen heute wieder eine nette Veranstaltung geboten. Und ja, vielleicht sehen wir uns nochmal hier in diesen Räumen. Bei uns zu uns kommt eigentlich immer jeder gerne. Das ist immer recht nett und recht gemütlich und spannungsfrei. Und ja, wie gesagt, dann danke ich allen fürs Kommen und fürs Zuhören. Und jetzt gehen wir zum gemütlichen Teil über.